Frau Motschmann, herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung. Danke, dass Sie der Einladung gefolgt sind und sich unseren Fragen stellen wollen. Bei Ihnen haben wir eine besondere Situation, dass wir nicht fragen, was Sie tun werden, sondern Sie sitzen ja schon richtig 4 Jahre im Bundestag. Das heißt, wir könnten auch etwas kritisch nachfragen, was Sie denn schon getan haben. So, aber trotzdem, das Thema ist ja erst einmal noch unbekannt. Da ist ja die Frage, mit welchem Thema beginnen wir? Auch hier haben Sie die Möglichkeit mit dem Würfel. Bitte achten Sie darauf, dass der Würfel auch so ein bisschen fliegt, dass es also eine kleine Bewegung auch nicht einfach nur so runterplatscht. Saubere Luft, oh, schon wieder. Also, fangen wir mit dem Dieselthema an, Frau Motschmann. Dann haben Sie ja so ein bisschen mitgekriegt, was wir hier gerade diskutiert haben. Meine erste Frage ist, die Bundesregierung hat ja wahrscheinlich auch mit Unterstützung Ihrer Fraktion gerade beschlossen, auf dem Dieselgipfel die Software bei Dieselfahrzeugen der Stufen 5 und 6 nachzurüsten. Wir vom BUND halten das für vollkommen unzureichend. Ein super Erfolg für die Autokonzerne. Und Sie, was meinen Sie? Ich glaube, dass das ein erster Schritt in die richtige Richtung ist. Ich bin aber sehr davon überzeugt, dass es nicht der letzte Schritt sein wird und sein kann. Ich selbst fahre auch einen Diesel, wie viele Millionen Menschen in unserem Land, und habe dieses Fahrzeug gekauft in dem guten Glauben, dass es besonders umweltfreundlich ist. So, und fühle mich jetzt wie alle anderen auch betrogen, dass hier eine Schummelsoftware enthalten ist, die eben nicht das wirkliche, nicht wirklich anzeigt, was wie umweltschädlich oder freundlich dieses Auto ist. Insofern glaube ich, wir werden weiter über dieses Thema diskutieren. Ich bin gegen Fahrverbote, weil das genau die Klientel trifft, die nicht einfach in den Laden gehen kann und sich ein neues Auto kaufen kann. Viele, viele kleine Unternehmen, übrigens auch der Fuhrpark unserer Landesregierung und viele andere Regierungen haben sicherlich auch Dieselfahrzeuge. Also das kann nicht der Weg sein. Sondern der Weg kann nur sein, dass diejenigen, die den Schaden verursacht haben, und das, da sage ich ganz klar, das ist die Autoindustrie, sie müssen ihn auch beheben. Das ist gerecht und das ist fair. Und wenn die Software nicht ausreicht, dann muss es eben die Hardware sein. Und da bin ich mal gespannt, aber ich bin entspannt. Ja, auch weil wir das Thema ja nun gerade hatten mit Frau Achewilm, auch hier die konkrete Nachfrage. Wir haben es jetzt Ende August. Meine Fantasie ging eben in den November. Es ist gar nicht mehr so lange hin. Sie wissen selber, so schnell können auch die Handwerker in den Werkstätten nicht arbeiten. Was ist im November, Inversionswetterlage, dicke Nebelsuppe in den Großballungsgebieten, auch in Bremen? Und die Grenzwerte für Stickstoffdioxid werden also verdoppelt überschritten. Statt 40 Milligramm haben wir es mit 80, 120 zu tun. Das ist doch ein riesiges Problem für den Gesundheitsschutz der Bevölkerung. Was wird dann im Bundestag los sein? Wie werden Sie da Ihre Stimme erheben? Also zunächst mal wollen wir ja doch auch sachlich bleiben. In Bremen werden die Grenzwerte, wenn überhaupt, nur punktuell am Dommen überschritten, aber nicht generell überschritten. Auch im November. Problematischer ist es eindeutig in Stuttgart. Die leben in einem Kessel, wie jedermann weiß, und da zieht die schlechte Luft schlechter ab. Trotzdem sage ich ganz klar, und dazu würde ich mich auch im Bundestag bekennen, ich finde nicht in Ordnung, was die Autoindustrie hier mit uns gemacht hat. Aber ich darf vielleicht auch mal darauf hinweisen, dass wir auch in Bremen viele, viele Arbeitsplätze in der Autoindustrie haben. Und das wollen wir nicht ganz vergessen. Wenn diese Menschen nämlich wegen geringerer Absatzmöglichkeiten arbeitslos werden, dann fallen sie unter Umständen in Armut. Und Armut ist übrigens auch ein großes Gesundheitsrisiko, sodass ich immer abwägen würde,
auf der einen Seite, ja, wir müssen was für unsere Luft tun, andererseits aber dürfen wir nicht vergessen, wo die Menschen arbeiten. Und übrigens, wissen Sie, was ich ganz toll am BUND finde, muss ich jetzt mal loswerden. Sie haben ja das Klimaziel des rot-grünen Senats in Bremen heftigst kritisiert und haben von einem Offenbarungseid gesprochen, und zwar deshalb, der Bremer Senat hat sich vorgenommen, bis 2020 40% Stickoxid zu reduzieren. Wir haben, das ist ganz toll, schon 8% geschafft. Und wenn wir hier in Bremen genauso weitermachen, sind wir in 120 Jahren an dem Ziel, was man sich selbst gesteckt hat. Und jetzt kommen manche und sagen, ja, da ist wieder der Bund dran schuld. Nee. Also man setzt sich erreichbare Ziele, das finde ich erstmal vernünftig und gut. Und zweitens muss man immer erstmal vor seiner eigenen Haustür kehren. Frau Motschmann, zu diesem Themenkomplex auch an Sie die wahrscheinlich auch kritischste Frage oder kribbeligste Frage, Herr Dobrindt hat ja für einen Porsche-Typ ein sofortiges Verkaufsverbot erlassen, weil er schon im realen Straßentest die Werte dramatisch überschreitet. So, nun haben wir ja also überall Überprüfungen und stellen fest, ganz, ganz viele Neuwagen reißen die Werte schon. Wären Sie im Bundestag dann dafür, dass man für solche Fahrzeugtypen, die jetzt schon im realen Straßentest die Grenzwerte deutlich überschreiten, dass man da ein sofortiges Verkaufsverbot erlässt? Ich wäre dafür, dass man sie nachrüstet, und zwar mit Hardware, wenn die Software nicht ausreicht. Sie können verkaufen, aber nicht in dem Zustand, wie sie jetzt sind, sondern müssen nachrüsten. So, das ist eine klare Ansage, und von daher bin ich auch im Blick auf meinen eigenen Wagen relativ entspannt, weil ich sage, warten wir mal ab, das wird schon richtig. Frau Motschmann, ein zweites Thema. Landwirtschaft, umweltgerechte Landwirtschaft, Glyphosat. Also wir haben uns ja nun noch lange nicht an die abendliche Portion Glyphosat im Bier gewöhnt, wollen es auch nicht tun, aber Sie wissen, auch im Bundestag wird es ja eine Meinungsbildung geben. Soll das EU-Verbot jetzt verlängert werden? Soll Glyphosat zukünftig verboten werden, EU-weit? Aber dazu ist auch die deutsche Position wichtig. Und jetzt die Frage, wie stehen Sie dazu? Irgendwann muss der Bundestag entscheiden, Sie müssen Ihr Händchen heben, Glyphosatverbot ja oder nein. Wenn Sie mir nachweisen könnten, dass wenn ich eine Flasche Bier trinke, ich dann schon ein gesundheitliches Problem bekomme, dann würde ich sagen nein. Aber das können Sie mir nicht nachweisen und das können auch alle Fachleute bisher nicht nachweisen. Und es ist immer mit den Verboten so eine Sache. Und was mich total stört, ist, wir reden ja über die Landwirtschaft. Und es wird der Landwirtschaft immer so viel Misstrauen entgegengebracht. Das kann nicht richtig sein. Sondern die größten Umweltschutzschützer, das sind unsere Landwirte. Auch da gibt es schwarze Schafe, das bestreite ich nicht. Genauso wie es bei Politikern, bei Lehrern, bei was weiß ich schwarze Schafe gibt. Aber dass wir einen ganzen Berufsstand, und da ist Frau Hendricks leider, kann ich da nicht ausnehmen, unsere Umweltministerin, so verunglimpft wird, und ich kenne viele Landwirte. Wir haben in unserer Bürgerschaftsfraktion Landwirte, insbesondere einen, der sogar noch Vizepräsident ist und da steht. Aber deshalb sage ich das nicht, sondern ich habe in meiner Familie jede Menge Landwirte, in meinem Freundeskreis, und ich weiß, wie die sich mühen um gesunde Ernährung, um gesunden Anbau und so. Ja. Manchmal, aber dann eine Nachfrage dazu. Seit Jahren diskutieren wir über Nitrat im Grundwasser, Überdüngung durch Gülle in der Landwirtschaft. Das Landwirtschaftsministerium ist seit Jahren denn in CDU oder CSU Hand. Warum wird das da nicht besser? Also vieles ist ja besser geworden, das wollen wir auch mal festhalten. Zum Beispiel gibt es eine Reduktion von CO2, eine erkennbare, und um Grundwasser. Auch da gibt es Besserung, und da, wo es
fehlerhafte Entwicklungen gibt, müssen sie natürlich korrigiert werden. Das will jeder, übrigens auch die Bundeskanzlerin. Die Bundeskanzlerin, die ich ja doch auch im Bundesvorstand sehr nah erlebe, spricht sehr, sehr häufig auch über die Landwirtschaft, um die gesunde Ernährung, weil wir auch wissen, dass das ein Thema ist, was Menschen zunehmend interessiert. Und niemand will ja, dass man irgendwie verseuchtes Wasser oder verseuchte Lebensmittel zu sich nimmt. Aber irgendwie stelle ich auch fest, dass Menschen immer älter werden und immer länger gesund bleiben. Also ganz so schlimm kann es dann auch wieder nicht sein. Trotzdem sage ich, wo Fehler sind, müssen sie korrigiert werden. Letzte Frage mit Blick auf die Zeit. Ganz kurze Frage, kurze Antwort. Frau Motschmann, schlägt in Ihrem Herz oder schlägt in Frau Motschmann auch ein Herz für die Ökolandwirtschaft? In meinem Herz schlägt es ganz stark für die Landwirtschaft und zur Landwirtschaft gehört auch die Ökolandwirtschaft. Und für die CDU insgesamt kann ich nur sagen, dass dieses Thema, was ja zunächst sehr stark bei den Grünen verortet war, aber inzwischen längst auch in unserer Partei angekommen ist und in unserem Wahlprogramm wir dazu auch ausführlichst Stellung nehmen, sodass es nicht mehr nur eine Ökopartei gibt, sondern ich behaupte mal, auch meine Partei an der Spitze Angela Merkel, wir sind auch eine Ökopartei. Fantastisch, das ist also die überraschendste Statement, was ich jetzt heute nicht erwartet hätte. CDU ist eine Ökolandwirtschaftspartei, eine Ökopartei. Frau Motschmann, ich danke Ihnen für Ihren Einsatz. Ich kriege das Signal, wir sind schon mit der Zeit wieder am Ende. Darf ich Ihnen auch für Ihre Zeit im Bundestag, sofern Sie wiedergewählt werden, eine kleine Erinnerung an die heutige Veranstaltung und den BUND mitgeben? Für den Fall, dass es im November in Berlin richtig dicke Nebelsuppe werden sollte, bitte setzen Sie diese Maske auf, damit Sie auch weiterhin gesund bleiben. Dankeschön. Tschüss.